Und damit herzlich willkommen, ihr kleinen Zuckermäuse, zu einer weiteren Folge Way of the Hunter. Heute gucken wir mal so ein bisschen, heute gehen wir mal spazieren, machen mal keine Quests, sondern gehen einfach nur spazieren auf der Map und gucken, was wir so erwischen. Natürlich wird wieder auf alles geschossen, was wir so sehen. Und ich hoffe, ich habe die richtigen Waffen dabei. Naja, schauen wir auf jeden Fall mal und let's go. Oh, was haben wir denn da? Ein Rotfuchs, okay. Dafür haben wir leider nicht die richtige Waffe dabei. Und da hinten haben wir aber noch was anderes. Ich glaube, das ist ein Dachs. Kann ich nicht scannen. Aber ich glaube, es ist ein Dachs. Habe ich aber auf jeden Fall auch nicht die richtige Waffe dabei. Das ist noch ein Rotfuchs. Kommen wir aber auch wirklich nah ran. Also der ist jetzt auf 80 Meter ran und hat mich noch nicht bemerkt. Also ein Call of the Wild wäre das auf jeden Fall nicht der Fall. Kann ich euch versprechen. Vor allem sieht man auch so richtig, richtig schön auf der Wiese, ne? Also die kann man gar nicht übersehen. Amerikanischer Dachs, genau. Hier sind Dachs auf der Wiese. Ist nämlich immer noch ruhig. Der ruft nämlich nach anderen Artgenossen. Ich meine, klar habe ich durch mein ganzes Laufen auf der Map schon freigeschaltet, dass ich ein bisschen leiser bin im aufrechten Gang. Aber das kann es noch nicht sein, Leute, oder? Weiß ich nicht. Also gerade so Rotfuchs und so, das Scheueste, was man eigentlich schießen kann, lässt mich auf 80 Meter rankommen. Ah, guck mal da. Hier vorne sind welche. Schauen wir uns gleich mal an. Da ist ein männlicher auf jeden Fall, der einen Stern hat und ausgewachsen ist. Der muss raus. Allerdings sehe ich den da richtig, richtig schlecht. Das ist er. Die sind schon alarmiert. Da liegt er. Sehr gut. Schönes Ding. Komm ich über diesen reißenden Bach nicht drüber? Auch hier. Ja, ja, ja. Hätte ein bisschen weiter hinten sein können. Ich habe sehr durch die Arterien vom Herz geschossen. Durch die Hauptschlagarterien. Hauptschlagadern. Lol. Ihr wisst, was ich meine. Ja, noch ein bisschen hinter. Okay. Aber trotzdem schöner Treffer. Und halt ausgewachsen, ein Stern, der musste weg. Alles richtig gemacht. Wir sind mal so ein bisschen in der Dämmerung unterwegs. Also wir haben jetzt 20 Uhr. Wenn es mir zu dunkel wird, dann werde ich wahrscheinlich sowieso... War pity. Alarmiert. 150 Meter. Dreh dich nochmal um. Dreh dich nochmal um, bitte. Aber Wapiti ist halt schon sehr groß. Könnte sein, dass wir mit der Patrone, mit dem Kaliber da nicht so viel reißen. Schauen wir uns an. Auf jeden Fall müssen wir da mal markieren, wo wir geschossen haben. Sonst finden wir das gleich nicht wieder. Aber Wapiti? Das ist was Neues. Auf jeden Fall. Aber ich vermute, dass ich das Tier mit dem Kaliber nicht schießen kann. Oder nicht schießen darf. Oh ja. Das ist unser Treffer. Farbe rosa, Menge des Blutes, mittlere Menge Luftblasen. Okay. Mal dann. Es wird schon sehr dunkel, ne? Vor allem mit dem Jagdsinn. Der macht es irgendwie gefühlt noch mal ein bisschen dunkler. Ah, hier geht die Blutspur weiter. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Aber wenn man erstmal so ein bisschen Gefühl dafür hat, geht es eigentlich ziemlich gut. Na, hier, ja, okay. Dezent, sehr dezent. Jetzt wird es aber schon dunkel, ne? Krass. Seht ihr noch was? Es hat noch ewig gerannt. Das ist ein Anzeichen dafür, dass wir wahrscheinlich mit einem zu kleinen Kaliber drauf geschossen haben. Ich sehe halt auch gar nichts, ne? Also, pass auf. Ich mache jetzt einfach mal hier eine Markierung. Wir machen das, wenn die Sonne wieder aufgegangen ist. Übrigens für alle, die es noch nicht wussten, auf F, wenn ihr F drückt, könnt ihr im Prinzip automatisch laufen in dem Spiel. Wenn ihr X drückt, könnt ihr etwas markieren. Also, ne, ihr guckt ja irgendwo hin und wollt irgendwas markieren, drückt ihr X. Ihr könnt auch mehrere Markierungen hintereinander setzen, indem ihr einfach
Also ihr drückt halt X, habt ihr das markiert, ne? Und wenn ihr dann länger X drückt, zack, markiert ihr das da. Oder das da. Oder das da. Oder das da. Wisst ihr, was ich meine? Ihr könnt ziemlich viele Markierungen machen. Die rauszulöschen ist dann wiederum eine kleine Herausforderung. Aber theoretisch funktioniert das. Jetzt habe ich meine Markierung gelöscht. Jetzt habe ich die Wapiti-Markierung gelöscht. Nein. Wo war das? Ich weiß es nicht mehr. Hier oder so? Oh lol, nein. Okay, ihr seht, es ist alles noch ein bisschen speziell. Okay, irgendwo liegt da ein Wapiti, den wir nicht mehr finden. Den finden wir nicht mehr. Niemals. Also wenn ich die Markierung schon ausgelöscht habe. No way. Also ein Kauf so weit hätte ich es versucht. Weil die Leiche da einfach, weiß ich nicht, blau, grün, rot leuchtet. Aber hier niemals. Ich muss das auch irgendwie freigeschaltet haben, dass ich beim Laufen diesen Jagdsinn aktiviert haben kann. Ansonsten musste ich immer kurz stehen bleiben. Ich habe das anscheinend freigeschaltet. Krass. Okay. So, das war leider nur ein Weibchen. Naja, okay, aber trotzdem volle Möhre getroffen. Da vorne ist, glaube ich, Weißwede. Weißwede Hirsch, also hier männlich und erwachsen, ein Stern. Männlich erwachsen, zwei Sterne. Ausgewachsen, Leute Hirsch ausgewachsen, ein Stern. 200 Meter. Ja, dann gehen wir doch lieber auf den Maultierhirsch. Der, aus dem wird sowieso nichts mehr, wirklich. 200 Meter. Schauen wir uns an. Meter Null und können wir lassen. So, Farbe ist rotes Blut. Kleine Menge, klar. Schade. Weiß ich halt nicht, ob sich das lohnt, das zu verfolgen. Ja, wir gucken mal auf die andere Seite des Flusses. Farbe rot. Weiß nicht, ob sich das lohnt, dahinterher zu. Also das ist, glaube ich, das ist eine sehr anstrengende Pirsch, dahinterher zu gehen. Und dann müssen wir damit rechnen, dass der eigentlich nicht tot ist. Was ist mit den Füchsen hier los? Guck doch mal, was ist mit den Füchsen los? Im Kauf soweit? Niemals. Das wäre niemals passiert. Der da drüben wäre schon längst weg. Ah, ich finde das auch ein bisschen lästig, dass man hier nicht durch den Fluss warten kann. Also so krass ist der jetzt auch nicht. Die Dachse kommen mir einfach entgegen hier. Merkt ihr das? Ich will fast auf die drauf treten. So, Farbe des rotes Blut. Farbe des Blutes rot. Auch scheiße eigentlich. Aber das muss ja nichts heißen. Vielleicht finden wir den Hirsch irgendwann nochmal. Das hatten wir ja auch schon. Dass wir jetzt hier was anknallen, was wir dann irgendwann nochmal sehen. Wisst ihr, was ich meine? Das kann durchaus passieren. Zweimal hatte ich das schon. Geh mal über die Brücke. Ich möchte mal in den Hochsitz, um zu sehen, ob ich von da aus mehr sehe. Das ist einfach ein Dachs, der über die Brücke. Das gibt's ja nicht. Der muss halt raus. Der da so fröhlich springt, der muss raus. Der ist halt einfach. Er hat einfach einen Stern und ist erwachsen. Er hat es einfach verspielt, sein Leben. Da ist er. 160 Meter. Das sollte klappen. So, guck mal. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Wenn der schön
während ich ihn eine Kugel in die Brust drücke, nochmal schön abkotet. Vor Angst. Geil. Wo haben wir denn... Warte. Das ist der... der da lag. Okay. Den haben wir ja nochmal. Sehr gut. Beim ersten Mal haben wir ihn leider nur durch Fleisch und Knochen getroffen. Schade. Beim zweiten Schuss dann direkt in seine Lunge rein. Schön in die linke Lunge. Ja. So, der hatte keinen Bock mehr. Top. Schön versahen. Lol. Zwei. Wieder zwei mit einmal getroffen. So, der erste. Also ein Stern. Und das ist sein Weibchen. Okay. Nee, die Waffe nicht. Die andere. Auf 150 Meter nur. Und... da bin ich mir unsicher. Da bin ich mir sehr unsicher. Ob ich den gut getroffen habe. Da sind halt schon wieder die nächsten. Die sind aber auch schon alarmiert. Aber jetzt noch nicht erschrocken. Ah, guck mal, die sind schon wieder ruhig. Guck mal. Beutehirsch. Ein Stern. Ausgewachsen. So, hier ist er. Linke Lunge. Ja, doch. Aber gerade so, ne? Gerade so. Doppellunge. Schön. Mit schönem Wind von vorn. Das ist auch ein guter Vorteil. Ich habe zwar noch nicht wirklich so gemerkt, wenn ich Rückenwind habe, dass die wirklich dann schneller aufschrecken oder so, aber es wird schon so sein. Sonst müsste ja der Wind also komplett für den Hintern sein. In dem Spiel. Sind halt noch so ein paar Sachen, die auch noch fehlen. Also zum Beispiel eine Anzeige wie in Call of the Wild, wie laut bin ich jetzt wirklich? Wie worth bin ich gerade unterwegs? Wisst ihr, was ich meine? Also, wie leise bin ich? Macht es gerade Sinn, dass ich schleiche? Kann ich laufen? Wie laut bin ich gerade? Solche Sachen, ne? Kommt der uns nochmal entgegen? Bitte. Ja. Oh, das sieht gut aus. Meine Chance. Das war meine Chance. Und die habe ich wahrgenommen, natürlich. So, schön in die rechte Lunge rein. Da haben wir ein Weißwedelhirschweibchen. Aber die ist doch bestimmt nicht alleine. Oder? Also in Chaos Wild haben wir ja öfter mal Single-Weibchen, die so ein bisschen rumstreifen. Die ärgern mich immer besonders gern. Aber hier habe ich das so noch nicht gesehen, muss ich ganz ehrlich gestehen. Die sind immer in der Gruppe unterwegs, immer. Ob ich die getroffen habe, kann ich euch nicht versprechen. Aber wir haben auch gesehen, durch den Schuss wurden keine anderen Tiere aufgeschreckt. Das heißt, hier sind einfach keine gewesen. Das ist das erste Single-Weibchen, was ich gesehen habe. Oh lol, doch. Ist sofort tot gewesen. Okay. Erster Treffer, sofort tot, muss ich ganz ehrlich gestehen. Rückgrat. Ah, okay, ich habe das Rückgrat getroffen. Hm, okay. Jetzt bin ich auf die Wertung gespannt, mit der ich geschossen habe. 5. Okay, cool.
Ah, da liegt er. Top. Sehr gut. Erster Schuss ging in die Lunge, Doppellunge. Top. Zweiter Schuss. Auch in die Lunge. Schön. Auch Doppellunge. So, hier haben wir die nächste Herde. Jetzt müssen wir nur herausfinden. Ist hier einer, der nicht jung ist? Und nur einen Stern hat. Ja, die sind jetzt alarmiert. Aber die sind halt auch alle jung. Die Böcke, die drei, die da drin sind, sind alle jung. Die haben zwar alle einen Stern, aber wie gesagt, das bringt nichts, auf die zu schießen. Es hilft uns erstmal gar nicht weiter, weil die könnten noch drei Sterne Bullen werden. Eventuell. Und deshalb sollten wir die stehen lassen. Naja, das ist so ein gutes Beispiel dafür, dass es einfach eine Herde, wo es sich für mich nicht lohnt, da drauf zu schießen. Das ist halt der Unterschied zu Call of the Wild. In Call of the Wild hättest du jetzt rausgeknallt, die drei. Jetzt versucht auch mit der Waffe dreimal zu schießen, um die drei herauszuschießen aus der Herde. Aber hier, in dem Spiel, macht es halt keinen Sinn. Die sind alle jung. Also sind zwar ausgewachsene Weibchen dabei. Und zu mir hat auch jemand gesagt, du musst auch die alten Weibchen da rausschießen. Wie soll ich das sagen? Also ich sehe noch nicht, dass das Spiel so komplex ist. Ich verstehe das. Also ich verstehe, was die wollen bei der Spielentwicklung von dem Spiel. Die wollen, dass du die... Also es ist auch die Quest da oben links, ne? Erlege 5 Maultier-Hirsch-Böcke mit einem Fitness... mit einer Fitness von weniger als 40%. Entweder erwachsen oder alt. Und ich glaube, das ist der ganze Zauber um dieses Herdenmanagement. Ich glaube, das ist schon alles. Falls ihr irgendwie Berichte habt oder Beweise oder sowas, dass man auch Weibchen schießen soll in diesem Spiel, um das Herdenmanagement in den Griff zu kriegen, dann bitte in die Kommentare. Bitte schreibt mir einen Kommentar mit einem Link oder sowas. Ich lese mir das durch. Aber für mich, an dem Punkt jetzt hier, ich glaube, der ganze Zauber dieses Herdenmanagementsystems besteht darin, Böcke erwachsen oder ausgewachsen mit nur einem Stern aus den Herden rauszuschießen. Weil da kommt halt nichts. Also die können halt nicht höher skalieren. Wisst ihr, was ich meine? Und ich glaube, das ist der ganze Zauber an dem Bums hier. Aber beweist mir gerne das Gegenteil. Beweist mir gerne das Gegenteil. Übrigens auch nochmal eine kleine Sache. Falls ihr euch nochmal die Screenshots, ich mache ja immer Screenshots von den Abschüssen von den Tieren, falls ihr euch das nochmal ansehen wollt, ist der Link für meinen Discord in der Videobeschreibung. Und ich habe da einen Channel, der nennt sich Erlegtes. In diesem poste ich diese besagten Screenshots. Und ich habe noch einen Channel, der nennt sich Erlegtes Community. Da dürft ihr gerne eure Abschüsse präsentieren. Aber, also nicht nur Way of the Hunter, auch Call of the Wild, egal was, haut's einfach rein. Dann schauen wir uns das zusammen an. Ansonsten würde ich sagen, was ist für heute mit dieser YouTube-Folge? Wir haben uns stark heute um das Herdenmanagement gekümmert, beziehungsweise wir haben so ein bisschen versucht, die Herden ausfindig zu machen. Ich habe mehrere Herden gesehen. Ich habe immer die alten und schlechten Böcke rausgeschossen. Mal sehen, wie sich das so in der Zukunft auf dieser Map entwickelt. Ob wir dann nur noch 2 bis 3 Sterne Tiere sehen oder ob wir auch mal ein 4 oder 5 Sterne Tier sehen. Mal sehen. Ich bin gespannt, was diese Spielmechanik überhaupt für die Zukunft bringt und ob das funktioniert. Und wie gesagt, die Weibchen. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich sag's nochmal. Belehrt mich eines Besseren. Aber bisher habe ich das noch nicht so wirklich gesehen, dass das eventuell funktionieren kann. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und ciao.